Genau, ich fahre jetzt einfach mal nach unten, wenn ich das Video beende. Bis dann! Oh, ist ein Error im Tisch. Warum? Oh, scheiße. Hat den Tisch kaputt gemacht. Hallo zusammen, mein Name ist Demi und wir gucken uns mal Assassin's Creed Origins an. Kleine Info, ich habe so gut wie jeden Assassin's Creed Teil gespielt, allerdings nur meistens nur so ein bisschen angespielt. Richtig gespielt habe ich Teil 1 und Teil 4, was glaube ich, Black Flag, den mit dem Schiffen, weil ich das mit den Schiffen einfach cool fand. Und ich finde immer, die Settings von Assassin's Creed haben mich bis dato nicht so angemacht und das Kampfsystem war ja auch jetzt nicht so geil. Und das neue Setting ist halt Ägypten. Ich will jetzt nicht zu viel von der Story erzählen, aber wir spielen quasi einen Art Gesetzeshüter, den Bayek. Und der räumt da halt so ein bisschen auf. Und ich muss sagen, das Ganze fühlt sich gar nicht mehr so richtig wie Assassin's Creed an, weil das Kampfsystem wurde überarbeitet, das Questsystem. Die Welt ist riesig, wo man sich drin aufhalten kann. Ja, und das Kampfsystem ist so ein bisschen an Dark Souls angelehnt. Vom Gefühl her zumindest, obwohl Dark Souls konnte ich auch nicht. Was ich aber auch witzig fand, man kann diese Aimbot-Unterstützung, die man halt von Konsolen kennt, die kann man in drei verschiedenen Stärken einstellen. Also einmal so voll, dann so mittel, und einmal so gar nicht. Also ich habe natürlich vollgestellt. Und dann hat man irgendwie so Aimbot über 9000. Also eigentlich genau das Richtige für mich. Okay, fangen wir aber einfach mal an. Ich habe natürlich nicht jetzt aufgenommen, sondern in Berlin war ein großes Event davon. Und da habe ich dann eine Runde aufgenommen, so 3 Stunden. Und davon zeige ich euch jetzt meine Mission. Hier ist Bayek, mein Held. Und was ich ganz cool finde, ist auch das Menü. Weil ihr habt zum einen eure Ausrüstung, die ihr auch immer aktiv wechseln könnt und upgraden könnt. Eure Quests, wo schon ein paar freigeschaltet waren. Ihr seht, wir sind schon Level 16. Man steigt auch im Level auf, oder Level 15 war ich, glaube ich. Und dann kann man immer andere Waffen tragen, andere Sachen machen. Und man hat auch ein sehr, sehr großes Skillsystem. Fand ich für den Anfang jetzt ein bisschen viel, weil man wird direkt erschlagen, weil man direkt auch alles hat. Wie gesagt, man startet natürlich, wenn man das Spiel anfängt, nicht mit Level 15, sondern wahrscheinlich mit Level 1 und hat nicht so viele Sachen freigeschaltet. Deswegen war ich davon am Anfang ein bisschen überfordert. Aber so kann man zumindest seine Person so ein bisschen individualisieren. Und wir fangen mit der Quest an, verlorenes Glück. Da ist irgendwie eine Ladung Bier, sollte irgendwo hin. Und die Person, die das bringen sollte, kam nicht an. Und da müssen wir natürlich nachgucken. I cannot thank the gods enough for delivering her to us. Also erstmal mit der Questgeberin geredet. So, aktualisiert, jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt Nesamun finden. Und weil das so weit weg ist, hole ich mal mein Pferd. Und da die Spielwelt auch so riesig ist, muss man ganz ehrlich sagen, also die ist wirklich riesig. Ich darf euch noch nicht mal die Spielwelt komplett zeigen, weil die so riesig ist. Und natürlich auch, weil ich nicht so viel spoilern sollte. Auf jeden Fall reiten wir jetzt mal mit dem Pferd Richtung unsere Quest. Und hier kann man schon schön sehen, alles ist lebendig, alles macht irgendwas. Okay, da stand ein bisschen im Weg rum. In der Nähe angekommen, ruft man natürlich seinen Adler, um das Ganze so ein bisschen auszukundschaften. Ich meine, kennt man aus anderen Teilen. Finde ich aber ganz cool, das Feature, um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen und nicht blindlings da rein zu rasen. Und natürlich bleibt es euch überlassen. Entweder könnt ihr natürlich mit dem Pferd da durchflügen und einfach vom Pferd aus angreifen. Oder ihr schleicht da rein und macht jeden von hinten kaputt. Oder halt, so wie ich es gerade mache, mit den Bogen angreifen. Ihr habt auch gerade den Zielbogen bzw. den Präzisionsbogen gesehen. Dann könnt ihr euch quasi auf dem Pfeil heften und den Pfeil auch so ein bisschen steuern. Genau, hier sieht man so ein bisschen das Kampfsystem, aber wie gesagt, ich habe jetzt den nicht anvisiert, was das Ganze noch so ein bisschen erleichtert hätte. Und hier habe ich den Bierlieferanten gefunden und befreit. Quest erledigt. Und den Bogenskill fand ich eigentlich am geilsten mit diesem Präzisionsbogen. Das lag aber nicht an dem Skill, sondern an dem Bogen, den man da benutzt hat. Also es gab verschiedene Bögen, einmal den normalen, dann den Präzisionsbogen, den ihr gerade gesehen habt. Dann gab es noch einen Bogen, wo ganz viele Pfeile vorne draufstecken, die ihr dann gleichzeitig abschießen konntet. Da habe ich natürlich auch benutzt. Und da mir in Black Flag das Bootfahren so gut gefallen hat, fand ich das hier eigentlich auch sehr, sehr geil gemacht.
Hier sind verschiedene Sachen auf dem Wasser, die man auch machen kann. Und das Boot dient auch, glaube ich, ganz gut dazu, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, weil, wie gesagt, die Spielwelt ist riesig. Hier mache ich jetzt nochmal eben einen Schatz, den ich quasi mir reinhole, weil der ist auf dem Schiff versteckt. Und da muss man natürlich die Crew töten, um dann an den Schatz zu kommen. Und hier bleibt euch auch wieder die Wahl, entweder ganz heimlich oder einfach offensichtlich in den Kampf gehen. Und da ist der Schatz. Und wie schon erwähnt, das fühlte sich mehr wie so eine Art Rollenspiel an, weil ihr steigt im Level auf, ihr könnt ganz normal Loot finden, könnt zum Schmied gehen, Waffen kaufen, Waffen verkaufen, eure Aufrüstung hochleveln und das fand ich eigentlich ganz cool. Was ich nicht so gut fand, waren die sogenannten Lootboxen. Finden natürlich in immer mehr Spielen Einzug und jedem Spieler bleibt es natürlich auch frei, also dafür Geld auszugeben bzw. die zu öffnen. Aber trotzdem, finde ich, passt es nicht so gut da rein. Und das ist auch ein geiles Feature. Wenn gerade Nacht war und ihr wollt Tag haben, kann man das natürlich ein bisschen überspringen. Und vielleicht kommt da der ein oder andere Partner auf meinem YouTube-Kanal. Falls ihr das auch wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Von der Hauptquest habe ich eigentlich nichts aufgenommen, weil ich wollte euch nicht spoilern, beziehungsweise durfte euch auch nicht spoilern. Finde ich aber eigentlich ganz gut, weil so könnt ihr, falls ihr das Spiel spielen wollt, euch überraschen lassen. Ich mache jetzt hier mal einen Cut und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Entweder nach oben, wenn ihr das Video cool fandet, oder nach unten, wenn ihr das Video schlecht fandet. Schreibt aber dann bitte rein, was ihr schlecht fandet. Also jetzt nicht Daumen nach unten, scheiß Spiel oder so. Das ist jetzt keine Kritik. Oder doch? Nee. Also haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss. Genau, ich fahre jetzt einfach mal nach unten, wenn ich das Video beende. Bis dann! Oh, ist ein Error im Tisch. Warum? Oh, scheiße. Ich hab den Tisch kaputt gemacht. Ah.